Das prachtvolle Barockschloss Klessheim ist seit 1993 Heimat des Casinos Salzburg und seit kurzem auch einer, wenn nicht der nobelste Abstellplatz eines Autos. Ein junges, dynamisches Auto in einem historischen Gebäude, mal ganz eine andere Präsentationsfläche, wie gefällt Ihnen das? Ist ein hervorragender Anlass, eben Tradition mit Moderne zu verbinden. Und beide Häuser sind sehr traditionell in Salzburg behaftet. Und auf der anderen Seite kommen wir in dieses traditionelle Haus mit einem sehr, sehr modernen Produkt. Wobei das mit dem ins Haus kommen nicht ganz so einfach war. Reversieren war angesagt und das des Öfteren. Galt es doch, die nur wenige Zentimeter breitere Eingangstür schadlos zu überwinden. Nun gut, mit der entsprechenden Technologie dieses Autos war es dann doch einfacher als vermutet. Warum dieser Wagen seinen Weg in das Casino Salzburg findet und dort bis 14. September präsentiert wird? Es ist jedes Jahr das Highlight, die große Autoverlosung bei uns im Schloss. Und mit dem Partner, Papas und Mercedes ist das nicht ganz was Tolles. Haben wir voriges Jahr schon gemacht, heuer wieder und heuer mit einem Wahnsinnsauto, mit der neuen A-Klasse. Der kurz zuvor Probe gefahren wird. Jetzt sind wir gerade am Weg zum Casino. Danke für die tolle Kooperation, Herr Graf. Das Auto wird es ja dann im Herbst zu gewinnen geben bei uns. Schaut super aus, dieser Riesenbildschirm. Wie hebt sich das Auto vom Vorgänger ab? Ich sage noch ein Beispiel, weil es sehr viele gibt. Das ist die Mercedes-Benz User Experience. Das ist eine Sprachbedienung für die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des Fahrzeuges. Kann ich da zum Beispiel auch das Klima verändern? Probieren wir es aus. Es ist nämlich heute wirklich sehr heiß da herinnen. Genau. Hey Mercedes. Ja, bitte. Stelle die Temperatur auf 17 Grad. Ich stelle die Temperatur auf 17 Grad. Die Hände am Lenkrad lassen und viele Funktionen mittels Sprachsteuerung ausführen. So wird Autofahren noch attraktiver und vor allem sicherer. Super Auto, klasse Fahrt. Danke. Freut mich. Für die Kooperation. Alles Gute. Danke für den Schlüssel. Brauchen wir dann am 14. Mai.